Unsere Rundreise durch Südperu beginnt in Lima, der Hauptstadt Perus. Lima, die Stadt der Könige. Sie ist nicht besonders schön, aber doch wesentlich gepflegter als in den Reiseführern angegeben. Hochhäuser, Bretterbuden. Einige sehenswerte Kolonialbauten. Viele Gebäude sind stark von den zahlreichen Erdbeben gezeichnet. Jeden Tag ein vielbesuchtes Spektakel. Die Militärparade vor dem Präsidentenpalast Fujimoris. Ganz andere Klänge locken uns in diese urige Bar. Unser erster Pisco Sour, der Nationaltrink der Peruaner, wird serviert. Das Rezept dazu wird später verraten. In fast jedem peruanischen Lokal trifft man Musikanten, die sich durch ihr Spiel den Lebensunterhalt verdienen. In unserem kleinen Hotelgarten plätschert ein romantischer Brunnen. Der sogenannte Garten d'Amour ist von einer künstlerisch gestalteten Mosaikmauer umgeben. Durch die Bögen kann man den Pazifischen Ozean sehen. Dort unten liegt auch das berühmte Rosa Nautica. Gäste mit gut gefüllter Brieftasche können dort an weißen Marmortischen in geschmackvollem Ambiente bei Meeresrauschen und gedämpfter Musik exklusiv speisen. Unser erster Abend im Lande klingt mit einem eigenwilligen Gitarrenkonzert aus. Der schneebedeckte Hausberg Arequipas ist über 6000 Meter hoch. Arequipa selbst liegt bei ca. 2400 Meter Höhe. Auch hier, kurz nach unserer Landung, spielt uns eine Folklorekapelle temperamentvoll auf. Arequipa trägt den Namen Weiße Stadt wegen seiner zahlreichen weißen Gebäude aus der spanischen Kolonialzeit. Wir stehen hier vor dem prächtigen Portal der Jesuitenkirche La Campanilla. Sie gilt als das beste Bauwerk Perus im Mestizenbarock. Im Gewirr der steinernen Blüten, Blättern und Kakteen sind auch Symbole indianischen Einflusses zu entdecken.
Und die Dominikanerklosteranlage Santa Catalina ist eine Stadt in der Stadt. Mit Gebäuden, Straßen, Plätzen und Innenhöfen. Reich verziert in einem Gemisch aus christlicher und indianischer Kunst. Im 17. Jahrhundert lebten hier rund 500 Nonnen, Töchter wohlhabender spanischer Eltern, mit ihren Sklavinnen. Nachdem wir uns etwas an die Höhe gewöhnt haben, werden wir nach der Landung in Cusco weiter bis auf 3500 Meter aufgestiegen sein. Cusco ist die ehemalige Hauptstadt der Inkas. Wie alle von den Spaniern gegründeten bzw. neu gegründeten Städte hat Cusco einen Plaza de Armas, den zentralen Platz, um den sich die wichtigsten kulturellen Gebäude, Kirchen usw. scharen. Über den betriebsamen Arkadengängen sind reich verzierte Holzbalkons angebracht. Der Puma spielt als mythologisches Symbol bei den Inkas eine große Rolle. Auch die Grundstruktur der Stadt Cusco wurde nach dem Bild eines Pumas gegliedert. Aus diesem Grunde ziert wohl auch heute sein Kopf alle Laternenmasten um den zentralen Platz, den die Inkas Huacaipat, Platz der Freude, nannten. Wie kann es anders sein? Gemäß dem Motto dieses Reisefilmes, Mächte, Menschen, Märkte und Musik, wird auch heute unser Mittagessen wieder von einer Musikgruppe umrahmt. Am frühen Morgen besteigen wir die Andenbahn in Richtung Machu Picchu. Obwohl Sommer, es ist Januar, ist der Himmel bedeckt. Regentropfen fallen, die Fenster sind ständig beschlagen. Aus dem Bordlautsprecher tönt peruanische Hochlandmusik. Zusätzlich werden die Fahrgäste ständig mit Informationen beschallt. Der kleine Zug muss anfangs ständig im spitzen Winkel hin und her rangieren, da er nur so die enormen Höhenunterschiede überwinden kann. Ab jetzt begleitet uns der Rio Urubamba. Zusehend schwellen seine Wassermassen an. Wir betrachten dies mit einer gewissen Sorge, da die Schienen zeitweilig direkt neben dem Fluss verlaufen. Und der Zug ist die einzige Möglichkeit, das Tal wieder zu verlassen, da es keine Zufahrtsstraße gibt. Aber erst einmal strahlender Sonnenschein am Zielort. Wir klettern über die Treppen ins Oberdorf in unser Hotel. Diese Treppen sind nicht nur für uns eine Herausforderung, sondern auch für die Jüngeren. Mit sichtlicher Freude brechen sie auf ihren Rollbrettern die abschüssige Straße hinunter. An den Hängen des Urubamba-Tals gedeiht ganzjährig eine üppige Vegetation. Auch in den Lokalen stehen wunderbare, frische Schnittblumensträuße.
Am frühen Morgen besteigen wir den Bus, der von Aqua Caliente aus zu Machu Picchu hinauffährt. Er muss auf dieser Strecke in unzähligen Serpentinen ca. 1000 Meter Höhenunterschied überwinden. In der Wolkenzone angekommen, eröffnet sich der grandiose Blick auf die Festung. Warum sie nie von den Spaniern entdeckt wurde und was schließlich zu ihrem Untergang führte, ist bis heute ein Geheimnis geblieben. Tief unten ist die gigantische Zähne von drei Seiten her in das Urubamba-Tal eingebettet. Von dort aus erstreckt sich ein mächtiger Bergrücken hinauf bis zu den Häusern. Er zeigt die Form eines Pumas. Den Kopf des Tieres bildet der markante Felskegel im Süden. Die linke Pranke weist ins hintere Urubamba-Tal, die rechte zeigt auf die Stadt. Den Mittelpunkt der Anlage bildet der Sonnentempel. Er sticht durch seine auffällige Bauweise heraus, da er als einziges Bauwerk halbrunde Mauern hat. Türen und Fenster aller Gebäude haben eine Trapezform, ebenso diese Wandnischen, in denen sich vermutlich goldene Statuen befanden. Auch typisch für die Bauweise der Inkas die Verbindung von natürlichem Felsen und Architektur. Die Tempel sind an besonders fein behauenen und in Sachs zusammengefügten Mauerwerk zu erkennen. Umstritten ist die Funktion verschiedener markanter Steine. Waren sie reine Opferstätten, dienten sie astronomischen Zwecken oder hatten sie andere Funktionen? Aus der Architektur der Häuser lässt sich schließen, dass Machu Picchu in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden sein muss. In den etwa 200 Wohnhäusern lebten schätzungsweise 1000 Menschen. Es gab abgegrenzte Wohnbereiche für Priester, Adlige sowie für einfache Handwerker und Bauern. Sorgfältig angelegte Terrassen und ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem ermöglichten eine ergiebige Landwirtschaft. Wir winken zum Abschied den jungen Brasilianern zu. Um 14 Uhr soll uns der Zug heraus aus dem Tal bringen. Wie schon befürchtet, erfahren wir nun, dass die Bahnstrecke nach weiteren Regenfällen an zahlreichen Stellen unterspült ist. Als wir uns schon darauf eingestellt haben, nur noch per Hubschrauber herauszukommen, trifft um 21 Uhr doch noch ein Notzug ein. Hoch über der Stadt erhebt sich als stummer Zeuge des Zeitalters der Inka-Herrschaft der Ruinenkomplex Sacsayhuaman. Die riesigen Felsblöcke wurden millimetergenau eingepasst und ohne Mörtel übereinander geschichtet. Es entstanden Zickzackmauern, die ursprünglich doppelt so hoch gewesen sein sollen. Und da ist er ja wieder, der Videofilmer, dem wir schon so oft begegnet sind. An seiner Körpergröße lässt sich anschaulich eine Relation zu den Größenverhältnissen ableiten. Oberhalb der ersten Zickzackmauern wurden weitere ebensolche Mauern errichtet. Die Regenbogenfahne, die Fahne der Inkas, ist gehisst. Wir sind im Ort Ollantaytambo im sogenannten Heiligen Tal. Von unserem Hotelfenster aus sehen wir auf der Dorfstraße illustre Passanten. Sie streben zum Markt.
Da treffen wir auch die Frau wieder mit der Spindel. Oder ist es etwa die? Und was es sonst alles noch zu sehen gibt. Zahlreiche Imbissstände, undefinierbare Getränke in großen Eimern, spielende Kinder. Die kleine Senorita wird gerade von ihrer großen Schwester an die Hand genommen. Sie soll mit Papa zum Friseur gehen. Am Marktplatz halten regelmäßig unterschiedliche Wagen. Während der kurzen Stopps versuchen die Händler den wartenden Passagieren ihre Waren zu verkaufen. Auch eine Handweberei befindet sich im Ort. Der junge Weber lässt sich gerne über die Schulter schauen. Bei Musik geht die Arbeit doppelt so gut von der Hand. Die Muster entstehen alle aus dem Kopf. Der Weber hat keinerlei Vorlagen und so muss er manchmal kräftig überlegen, welche Farbe nun drankommt. Doch dann geht es routiniert weiter. In den Seitengassen stehen die Hoftüren offen, sodass wir einen Blick hineinwerfen können. Eine Bäuerin zerreibt gerade Körner auf einem Mahlstein. Ihre Nachbarn dreschen derweil noch ihr Getreide. Wir begegnen zurückhaltenden, aber dennoch sehr freundlichen Menschen bei ihrer täglichen Alltagsarbeit. Die Dörfler sind überwiegend sehr arm. Wer, wie hier, einen Muli für seinen Brennholztransport besitzt, gehört schon zu den Reicheren. Die meisten Familien müssen die schwere Last auf dem Rücken nach Hause tragen. Auch die Wohnverhältnisse sind sehr ärmlich. Trotzdem überall fröhliche Kinder. Es wird Abend. Die Rinder trotten von den Weiden zurück ins Dorf. Am Marktplatz warten derweil die Frauen auf die Rückkehr der Campesinos, die nach und nach mit den Lastwagen von den Feldern zurückkehren. Auch hier, heute Morgen besuchen wir oberhalb des Ortes die gleichnamige Festung Ollantaytambo. Auch hier haben die Baumeister der Inka die großen Blöcke mit Nut und Zapfen kunstvoll ineinander verzahnt und die Mauern dadurch erdbebensicher gemacht. Wenn Sie runterpassen, merken Sie, es ist nicht gerade, sondern es ist leicht nach vorne gewölbt. Also muss ich hier Platten gegeben haben. Ganze Familien putzen sich farbenfroh heraus, um als Fotomotiv ein paar Soles zu verdienen. Das Trinkgeld war wohl reichlich, so bekommt die Fotografin zusätzlich eine Rose geschenkt. Da die Geste offensichtlich gut ankam, bringt die Kleine nach einem kurzen Kompetenzgerangel eine weitere Rose. Und der junge Mann überreicht der Videofilmerin die andere.
30 Kilometer von Cusco entfernt, findet jeden Sonntag in Pisac ein vielbesuchter Wochenmarkt statt. Von weit her, aber auch aus den umliegenden kleinen Dörfern, kommen die Menschen in ihren bunten Trachten. Auch am Rande des Marktgeschehens trifft man sich zu einem kleinen Plausch. Der Weber mit seinem selbstgebauten Webrahmen und die Spinnerinnen haben sich viel zu erzählen. An diesem Rahmen, Marke Eigenbau, werden speziell Bänder und Schals produziert. Auf den Markttischen sehen wir fertige Webwaren. Besonders schön wirken sie natürlich an den Menschen selbst als Tragetaschen oder Umhängetasche. Hier wird allerdings mehr Hausmannskost gefüttert. Und die wird überall reichlich angeboten. Ein Blick in die Töpfe. Dazu kommen Nudeln oder Reis auf den Teller. Und wenn die Portion zu groß geraten scheint, streift die Köchin wieder etwas mit den Fingern ab. Damit das Geschäft später nahtlos auf die Kinder übergehen kann, wird der Nachwuchs bei Zeiten angelernt. Dem kleinen Feuer muss ständig Luft zugeführt werden. Gut gewürztes Essen macht auch uns durstig. Frisch gepresste Obstsäfte werden serviert. Gleich nebenan gibt es eine riesige Auswahl preiswerten Obstes. Daneben wird natürlich auch frisches Gemüse aller Art angeboten. Ein Blick auf die Uhr, die Glocken läuten. Das bedeutet, dass der Gottesdienst bald zu Ende ist. Der Mann und die Söhne werden also bald aus der Kirche zurück sein und sie dann hoffentlich gleich ablösen.